bleibt denn der Claudio? Ich raste gleich aus. Was sind Sie denn? Ich bin eine Sandra. Die Zeit ohne Friseur hat Ihnen aber auch nicht geholfen, ne? Ich frisiere selbst. Ach, merkt man gar nicht. Danke. So, was möchten Sie denn hier? Der Claudio schickt mich, ich soll hier abhängen. Bilder, Sie sollen Bilder abhängen. Meine Harnstoff-Aquarelle, ja. Seit der Corona-Krise läuft das überhaupt gar nicht mehr mit meinen Harnstoff-Aquarellen, warum auch immer. Angeblich gäbe es da hygienische Bedenken. So ein Quatsch. Ich meine, man soll die Bilder angucken, nicht ablecken. So. Und wo ist der Claudio? Bezahl ihn schließlich dafür. Der Claudio kann noch nicht kommen. Der probiert zu Hause noch Masken an. Er muss ja jetzt gucken, welche Maske zu seinem neuen Image als systementscheidender Künstler passt. Was ist denn das für ein Quatsch? Als Künstler ist man ja nicht mal systemrelevant. Also ich natürlich schon. Aber ich bin ja auch Mutter. Ja, und was soll ich jetzt hier genau machen? Sie sollen die Bilder bitte alle abhängen. Und zwar jedes einzelne. Ja, ich steige jetzt nämlich um auf Onlinehandel, muss ich sagen. In anderen Ländern, in fremden Ländern. Da weiß man meine Kunst einfach viel mehr zu schätzen, ja. Aha, und in welchen Ländern? Sehr intime Frage, die Sie mir stellen. Ich frage Sie doch auch nicht nach Ihrem Sternzeichen oder in welchen Ländern Sie beliebt sind. Und gehen Sie bitte auf Abstand! Ja, das höre ich öfter. Ja, dann brauche ich so um die 2 bis 3 Tage. Sie sollen die Bilder abhängen, nicht ausmalen. Ja gut, Sandra will Weile haben. Ich bin ja extremst frauenfreundlich, ja. Aber Sie, wertes Fräulein, ja, Sie treiben selbst mich, Frohnatur, in den Wahnsinn. Ja, da hilft Atmen. Wissen Sie, wie gefährlich das in aktuellen Zeiten ist? Also, gute Frau. Entschuldigung, bitte verwenden Sie geschlechtsneutrale Bezeichnungen, ne? Wir sind ja hier jetzt im Prenzlauer Berg. Das weiß ich alleine. Ich verkörpere den Prenzlauer Berg. Oder sehe ich für Sie nach Wilmersdorf aus? Ich rufe jetzt den Volker an. Der macht jetzt seinen wettergegerbten Sesamgürtel richtig locker und dann gibt's für mich Geschlechtsverkehr. Aber hallo! Oh!